Du willst Zarov sehen, wie die anderen? Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wirst du ihn bald sehen, den großen Zarov. Ich habe deinen Brüder reden gehört. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es, diese Hinterhältigen. Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Na gut, dann machen wir halt noch einen Vertrag. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Und jetzt? Du bist noch immer wach. Bald wirst du und ich glaube, ich habe einen Tee. Das glaube ich auch. Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarov sehen? Wie? Immer noch, ja. Der Bann, das soll dann den. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Das alles hier war für die Katz? Ich, mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen. Alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann! Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Kostüm. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus? Können wir vielleicht eine Flasche da reintun? Besser nicht. Etwas Juckpulver? Mal sehen, ob das klappt. Das juckt. Das hat Spaß gemacht. So, er ist also nach hinten raus. Da kommen wir wohl nicht vorbei. Oh, doch. Wo ist die Eidechse denn jetzt abgeblieben? Die ist doch hier rausgelaufen. Können wir vielleicht mit dem reden? Kann der mich sehen? Der kann mich sehen. Ja, ich kann dich sehen. Verflucht! Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Rein gar nichts. Nein. Junge, ich hab dir wirklich gute Verträge abgeschlossen. Beim großen Squamatax hab ich einen trockenen Hals. Ich kann mich nicht mal richtig rausreden. Sie haben dir sicher gesagt, dass wir Dreck am Stecken haben? Die Masken sind nur zum Schutz. Trockene Kehle. Mieser, billiger Shampoos. Leute wie wir werden gejagt, getrocknet und am Schwanz aufgehängt. Das kannst du doch nicht wollen. Nein, mit dir spreche ich nicht. Geld gibt es auch nicht zurück.
Können wir ihm jetzt vielleicht ein Fläschchen anbieten? Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser. Du guter, guter Junge. Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners wie dir. Nein, eines Freundes. Na komm, mach die Flasche auf. Mich mehr labt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Hoch die Tassen. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Wird einem ja ganz schwindelig von dem Gerede. So, dann fehlt uns noch die letzte. Und irgendwie werden wir die jetzt auch noch kriegen. Die Frage ist bloß, wie stellen wir das an? Cherry, hast du nicht eine Idee? So. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Kann mit Puppen. Auf die. Das Glück. Der ist wohl erstmal mit glücklich. So, während er beschäftigt ist, deine wir schlecht an der Blume schütteln. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Entschuldige, Sumse. Komm her, du sachsiges kleines Ding. Fast. Na, wirst du. Passt und sitzt bombenfest. Okay. Es hat nicht sollen sein. Ja. Wo ist die Kugel hin? Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Ich wollte nur Lüg sagen. Und wie können wir jetzt weiter? Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Ja, da kommt jetzt nichts mehr raus. Interessant. Hurra! Es ist eine Wahrheit, dieses Tanzevolk. Müssen wir das jetzt vielleicht, wenn er seine Zukunft voraussagt, machen? Kleines Ding. Passt und sitzt bombenfest. Aber was bringt uns jetzt dann eine weiße Kugel? Es hat nicht sollen sein. Die können wir aufnehmen. Glück findet man eben doch auf der Straße. Tanze voll Glück. Denn das Glück ist dir glücklich im Hold, steht auf der Kugel. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit der Kugel? Die behalte ich besser. Diebe. Diebe. Wir können ja mal was versuchen. Können
Geben Sie mir ab. Das machen kann ich mit. Wie? Aus die Al. So, mach du mal. Dumm, das Glück. Der ist wohl erstmal Glück. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Komm her, du sattiges kleines Ding. Die behalte ich besser. Können wir die nicht austauschen? Fast! Die behalte ich. Fast! Na, wirst du! Damit bin ich für. Fast! Achso, jetzt kann er wohl seine Zukunft nicht mehr voraussagen. Da wir ja die weiße Kugel haben. Es hat nicht sollen sein. Ja, komm. Also, wir haben deine weiße Kugel. Sag nochmal deine Zukunft voraus. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Wollen wir doch mal sehen. Schwarz. Eine schwarze Kugel? Nein, nein. Hier irrt das Glück sicher. Das ist sicher ein technischer Fehler. Ein sehr unglücklicher. Da ist wohl wirklich nur die eine weiße Kugel drin. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit ihm? Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Eine Schwarze. Nein, das ist. Da ist wohl wirklich. Aber was machen wir jetzt mit der weißen Kugel? Das ist die Kugel, die sich der komische Typ immer selbst zieht. Da klebt ein Zettel drauf. Tanze voll Glück, denn das Glück ist dir glücklichem Hold. Können wir das anderes draufkleben? Mit der? Den Aufkleber hier? Passt perfekt. So, und jetzt? Ein guter Schluck bringt großes Glück. Na, das klingt doch schon viel besser. Vor allem Schluck, das könnte mit unserer Flasche übereinstimmen. So, dann zieh du mir mal. Können Sie mir auch das machen? Kann ich mit Pro ab die. Dann platzieren wir die Kugel nochmal da drin. Dunk, hätte das Glück. Der ist wohl. So, jetzt wenden wir dich nochmal mit der Fliege. Es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen entschuldigen können. Komm her, du sattiges kleines Ding. Fast. Und dann nicht nur noch fangen können, oder? Hoffe ich zumindest. Es hat nicht sollen sein. So, zieh noch mal deine weiße Kugel. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, ein guter Schluck bringt großes Glück. Wie seltsam. Aber die Kugel hat nie gelogen. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Vielleicht aus meiner dritten Flasche? Jene Flasche. Die Kugel führt mich zu ihr. Ich muss sie öffnen, um an mein Glück zu gelangen. Na dann, nur zu. Ich gebe Glück und siehe, mir wird Glück gegeben. Oder auch nicht. Endlich. Viel länger hätte ich den nicht mehr ausgehalten. Endlich ist er weg. Kitsune! Tokage-Seidan sind in dieser Welt. Wie kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie berührt, wird sich für immer verlaufen. Glaubst du wirklich? Jerry, ich kann meinen Weg nach Hause nicht mehr öffnen.
Das waren bestimmt Sie.